So, dann lassen wir die Drohne da schön aufbauen. Und danach können wir kurz ein bisschen rumtricksen. Das gehört Girogon. So, das kann jetzt wieder ein Thronraum werden und es gehört wieder Girogon. Dafür wird der da entfernt und der wird doch wieder entfernt. Und dann kann gleich der Thron an die richtige Stelle. Denn das mit den drei Stühlen in dem einen Raum finde ich doch ein bisschen komisch. Und selbst wenn, müsste der wertvollste Thron genau in der Mitte sein. Also ist er jetzt hoffentlich wieder auf dem Stockpile und wir können B, C drücken. Und da ist er schon. Die. So, dann kommt der gleich wieder hin und der andere Stuhl kann wieder weg. Und dann hätten wir das auch gelöst. Mal ganz abgesehen davon, dass mich die ganzen Farben hier schon wieder tierisch aufregen. Aber damit will ich mich noch lange nicht beschäftigen. Das kann echt warten. So, das wieder groß, das wieder zu Gerogon und du wieder weg. So. Was haben wir noch zu tun? Ah, genau. In den Kommentaren stand, ich solle doch eventuell die Stockpiles hier dem einen Mechaniker-Workshop zuteilen. Denn sie konnten keine Tische nehmen, weil sie nur von einem Stockpile nehmen dürfen. Und das ist der mit den Steinen. Das, ja. Wo waren die Jungs jetzt? Da unten. Also einmal du. Und einmal du. Nee, das war Take. D, D, G. Genau, gib das dem und gib das dem. Eigentlich müssen wir es mit dem Stockpile da unten und mit dem zwei, drei Etagen da drunter auch noch machen. Aber so viele Traction Benches werden wir nicht herstellen. So, dann müssen wir in den Gängen überall auch noch die Granitblöcke verlegen, damit da kein Pilz irgendwas zuwuchern lässt. Die Türen müssen wir eh noch austauschen. Und wir können allgemein noch ein paar Türen setzen, damit der Stockpile ein bisschen entlastet wird. Da, da und da, da, da und da. Noch irgendwo Türen? Ja, hier hinten. Dass das Hospital wenigstens ein bisschen abgesichert ist, falls eine Goblin-Invasion kommt. Wo noch? Hier oben haben wir alle versiegelt. Wir können auch noch ein paar Floor-Hatches, also diese Falltüren, einbauen. Davon müssten inzwischen ja auch eine Menge fertig sein. Obwohl ich auf dem Stockpile gar keine sehe. Das ist komisch. Doch, da unten. 1, 2, 3 Stück. Das reicht gerade mal für ein paar von den Treppen. Aber macht auch alles platt. Also Floor Hatch. Also ja, macht alles Platz, wollte ich sagen. Nicht macht alles platt. Alles platt machen nur die Floodgates und die Brücken. So, es sind wieder Zwerge draußen und kein Kampftrupp steht dabei. Das ist nicht gut. Wer ist denn jetzt aktiv? Schedule. Wir haben Timber. Da sind die Färbemittel an der Reihe. Also, S-Shift-A-M. Da bitteschön hin. Und diesmal versuche ich auch dran zu denken, sie nach ein paar Minuten wieder reinzuholen. Was zur Hölle war das? Warum gibt es extra eine Nachricht, dass ein Fischerzwerg eingetroffen ist? Das ist doch sehr suspekt. Wo ist er? Da unten. Ach, das ist ein Outpost-Liaison. Das ist ein Diplomat. Aber warum kriegt er eine extra Nachricht? Und warum taucht er ganz auf dem anderen Ende der Karte auf? Die Karawane war ja woanders. Die war hier oben. Komisch, komisch. Na gut, Godem, Etom, das müssten unsere Jungs sein aus der Zwergenheimat. Die dürften also Stahl, Eisen, Hundeleder und alles andere, was wir so gebrauchen können, dabei haben. Das heißt, all unser gutes Zeug muss jetzt sofort ins Depot. Und zwar wären das Crafts. Ganz, ganz viele Crafts. Obwohl ich davon eigentlich keine mehr herstelle, was mir gerade mal so aufgefallen ist. Aber noch haben wir ja genug. So, alle dahin. Girogon haben wir auch schon hingeschickt. Jupp. Der wartet auch schon sehnsüchtig. So muss das sein. Unsere Miliz ist auch draußen. Leider mit dem verwundeten Hex.
Seine Wunden sehen immer noch ganz schön übel aus. Aber ja, wir haben jetzt eine akute Bedrohung. Oder die Möglichkeit einer Bedrohung. Denn jedes Mal, wenn die Karawane kommt, können ja auch Goblins kommen. Und bei der letzten waren ja auch welche dabei. Gucken wir einfach mal. Es sind nur noch 3 Kampfzwerge draußen. Ne, 4. Wovon einer schwer verletzt ist. Das ist keine gute Quote. Aber im Notfall können wir immer noch die Lanzen hierher beordern. Und wow. Was zur Hölle? Also hier sind schon mal 5 Wagen. Da oben kommen noch 2 Wagen und hier sind überall noch Esel mit Zeug. Ist ja eine Riesenkarawane. Und die da oben sind ganz schön langsam, die beiden. Die müssen irgendwas richtig Schweres dabei haben. Kann ich gucken, was die haben? Mit T geht's schon mal nicht. Mit Q geht's auch nicht. Mit V können wir uns unseren eigenen Zwerg angucken. Ne, das ist Obergruß Ruras Todom. Das müsste der Fahrer sein. Und im Inventar hat er eine Bronze Battle Axe. Ja, okay. V. Jetzt ist der Merchant, der wahrscheinlich auch in der Karawane drin sitzt. Ich würde gerne die Karawane selbst. Ah ja, hier können wir angucken, was der Wagen alles im Inventar hat. Bronze, Glas. Hier ein Stahlamboss. Ja, der hat recht viel auf dem Wagen. Noch ein bisschen Alkohol, Bronze picken. Na gut, das sei ihm denn verziehen, dass er so langsam ist. Aber das zögert das Ganze hinaus, denn wir können erst handeln, wenn der letzte Handwerker und Händler im Depot angekommen ist. Das heißt, eventuell sollten wir Girugon nochmal hier wegschicken. Ja, den schicke ich nochmal weg, dass er ein bisschen was trinken kann und vielleicht ein bisschen schlafen. Oder mit dem Diplomaten sprechen. Und dann, wenn alle Händler im Depot sind, dann können wir ihn nochmal dahin schicken. Und da jetzt nichts zu tun hat, dürften die Gespräche auch hoffentlich ganz fix gehen. So, die ersten sind eingetroffen, ist okay. Wir können immer noch keine Eisenbrustplatte herstellen. Was komisch ist, denn wir müssten inzwischen eigentlich schon richtig viele Ambosse eingeschmolzen haben. Aber gut. Wie ich gerade sehe, sind die immer noch hier. Die haben alle das schöne M für Einschmelzen. Nur macht das irgendwie keiner. Gucken wir mal runter in unsere Schmelzen. Ah, ja, wir müssen erst den... Okay, das sind nicht die Schmelzen. Das sind die Schmelzen. Wir müssen erst den Schmelzbefehl geben. Sonst macht das natürlich auch keiner. So. Oh, was war das gerade für eine Meldung? Bembul Usulak Ex-Dwarf has entered a martial trance. Der scheint wohl irgendwo zu kämpfen. Gegen einen Riesenschwamm. Das ist ja auch ein Held. Er schießt mit Kupferbolzen auf einen Riesenschwamm. Von irgendwo da ganz hinten. Helden, echt. Oh, was zur Hölle ist da passiert? Also ich meine, das da alles. Also ein paar Sachen davon könnten noch von unserem Angriff kommen, aber ich glaube, die Blutspuren hier sehen recht frisch aus. Unsere Jungs haben keinen Finger krumm gemacht, also wird da wohl kein Goblin gewesen sein. Aber da ist definitiv eine Leiche. Obok Ruras Todom. Das ist ein Zwerg gewesen. Zwergenblut. Zwergenblut. Ghost Jackal. Splattering of M. Krulsar. Was ist M. Krulsar? Haha, das ist M. Krulsar. Nee, das ist nur Gocken, Kutzen, irgendwas. Jedenfalls sein Kopf. Und da lauter Trollsachen dabei hat, wird es wohl ein Goblin gewesen sein. Das heißt, wir hatten Goblin-Angreifer, aber wir haben sie nicht gesehen, da die Karawane sich mit ihm beschäftigt hat. S, Shift, A, Station-Befehl aufheben, neuen Station-Befehl geben und ein bisschen näher rangehen. Vielleicht erwischen wir noch 1, 2 von den Goblins. Oder die uns. Ah. Und unsere Zwerge kommen jetzt alle raus, um die ganzen Sachen einzusammeln, die die anderen haben liegen lassen. Okay, dann schicken wir unsere Lanze da auch nochmal hin. Da. So, damit wir unsere ganze Miliz jetzt draußen haben. Denn das ist momentan sehr gefährlich mit den ganzen Zivilgnomen, Zwergen hier.
Ich bin versucht, die kurz in den Bunker zu schicken. Und ich glaube, das mache ich auch mal fix. Also, Miliz. Und alle in den Bunker. Ich weiß, da liegen ganz viele tolle Sachen rum, die ihr gerne in eurem Depot hättet. Aber das können wir später auch noch einsammeln. Denn jetzt besteht echt noch die Chance, dass noch ein zweiter oder dritter Goblin-Trupp irgendwo hier die Zeit totschlägt und ein bisschen später erst angreift. Und das sollten wir echt abwarten. So, der Wagen da unten ist jetzt richtig langsam geworden. Vielleicht sind die Lasttiere ja verletzt worden, das könnte auch sein. Das zieht das alles unnötig in die Länge. Und wenn wir richtig Pech haben, braucht der Wagen so lange bis zum Trade Depot, dass die anderen schon längst wieder gehen wollen. Na gut, ich schicke jetzt Georgon mal wieder hin. Vielleicht können wir doch schon vorher anfangen zu handeln. Das wäre echt praktisch. Auch wenn er jetzt gar nicht zum Depot gehen kann, weil ich die gerade alle in den Bunker geschickt habe. Aber ja, lieber vorsichtig. So, bisher kein Goblin in Sicht. Na gut. Wir könnten jetzt die nochmal hier hochschicken. Einfach mal, um die Seite auch abzusichern. Und zu gucken, ob nicht irgendwo ein paar Goblins rumlungern. Weil die machen das ganz gerne, dass sie auf der Karte auftauchen und sich dann keinen Schritt bewegen. Deswegen sollten wir eigentlich mal zum Kartenrand gehen. So. Hier. S-A-M. Dahin. Und wenn sie da angekommen sind, ohne dass wir irgendeinen Goblin getroffen haben, dann hebe ich den Station-Befehl für beide Gruppen auf und schicke die Zivilisten wieder raus. Weil bis dahin müssten sich irgendwelche Goblins schon gemeldet haben. So, Zwerg ist da. Alle Zwerge sind da. Keine Goblins. Nö. Na gut, dann schicke ich sie erstmal alle wieder hierher. Damit sie nicht da ganz hinten ihren Job aufgeben, die Waffen liegen lassen und wieder zurücklaufen. Damit denn irgendein Zivilist bis ganz nach oben laufen darf, um die Waffe einzusammeln. Das muss ja nicht unbedingt sein. Und da kommen sie runter. Cody, wo läufst du hin, komischer Zwerg? Wer bist du überhaupt? Mr. M, der Hammerzwerg. Oh, 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 was haben wir da? Ein Peregrin-Falke ist wieder wild geworden. Ja, das interessiert uns nicht. Wenn es ein Peregrin-Drache wäre, dann würde es uns interessieren. So. Befehl aufheben. Shift B. Befehl aufheben. Ihr dürft jetzt alle wieder das machen, was ihr sonst so machen müsst. Also trainieren oder frei haben. So, nächster Schritt. Bunkerbefehl aufheben. Und zu gucken, wie jede Menge Zivilisten rauslaufen und eventuell von den doch vorhandenen Goblins geschlachtet werden. Oh, und handeln. Können wir handeln? Ah, es sind momentan keine Händler anwesend, sagt er mir. Das stimmt doch nicht. Hier ist alles vollgestopft. Da sind 6 Wagenladungen voll mit Zeug. Und Händlern und Tieren und allem. Na gut. Achso, wo wir gerade dabei sind, können wir auch schon mal alles, was hier noch so rumliegt, claimen. Denn die Sachen von den Goblins werden nicht automatisch geclaimt. Die Sachen, die die Zwerge jetzt bisher nur einsammeln wollten, waren die ganzen Körperteile, damit die oben auf unseren Stockpile kommen. Jetzt werden auch die ganzen Trollhosen und Kupferbrustpanzer und was da noch alles war, die werden jetzt auch alle eingesackt. Und die Traction Bench konnte nicht hergestellt werden, weil wir keine Ketten haben. Das ist neu. Wir hätten gerne eine Copper Chain. Und davon stellen wir gleich mal 3 Stück her. Weil die Ketten brauchen wir auch später für einen Bohnen. Darum sollten wir uns eigentlich auch langsamer kümmern. Weil wir haben zwar einen Fluss vor der Haustür, aber eventuell kommen wir irgendwann nicht mehr vor unsere Haustür. Und da wäre es schon praktisch, wenn wir so ein Unterwasserdepot hätten. Aber in unserem Höhlensystem sehe ich jetzt so kein Wasser. Also könnten wir das Höhlensystem fluten. Aber das würde zu tierisch viel Leck führen. Oder wir schicken einfach den See da, den Fluss da, in unsere Festung. Wir haben ja hier unten noch ein paar Etagen, die jetzt absolut leer sind.
dann könnten wir hier so einen Tunnel bauen bis zu dem Fluss und das dann einfach hier reinfließen lassen. Dass die unterste Etage von unserem Turm Nummer 1 einfach komplett mit Wasser gefüllt ist. Das wäre eine gute Möglichkeit. Aber das mache ich lieber erst später. So, die Straße draußen ist soweit auch fertig. Soweit so gut. Können wir später auch noch weiter ausbauen. Wie sieht eigentlich unser Leichenhaufen oben aus? Uha. Ja, doch, ganz schön voll. Lauter Hunde primär und Goblins. Wahrscheinlich wird auch die ein oder andere Zwergenwache mit dabei sein, also von der Karawane. So, da wird noch fleißig eingesammelt. Der Wagen ist immer noch nicht da. Na gut, aber dem Tempo ist es abzusehen. So in ein, zwei Minuten können wir Handel treiben. Wenn Girokunde Geduld hat, so lange da am Depot zu warten. Denn er ist ja schließlich ein Baron und so. Der muss sich sowas nicht bieten lassen. Zumal er jetzt auch einen neuen Thron hat. Wir könnten den Thron direkt vor dem Depot setzen. Das wird auch dekadent. Aber gut, speichern wir erstmal ab, wollte ich gerade sagen. Machen wir erstmal eine kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder.